So Leute, ich begrüße euch recht herzlich zurück zum Pokémon Trading Card Game. Ich habe herausgefunden, wie man Anfragen annimmt, beziehungsweise ein windiger Zuschauer oder eine windige Zuschauerin hat mich darauf hingewiesen. Man kann hier auf Anfragen gehen. Da seht ihr eine, die kann ich jetzt annehmen. Und schon geht es. Und jetzt sind die nämlich nicht mehr da. Das habe ich nämlich nicht mitbekommen, als sie das umgestellt haben, weil früher waren die hier in den Mitteilungen. Deshalb, Entschuldigung, dass ich das nicht gesehen habe. Bug trotzdem, also dass ich da den Support informiert habe, ist ganz richtig, weil das kann ich euch jetzt so schlecht zeigen, Wolfgang. Beziehungsweise das ist die Wolfgang. Passt. ja, weil wenn ihr einen annehmt, dann rutschen die zwar eins hoch, aber irgendwie ist das System nicht ganz richtig. Das bedeutet, ihr könnt dann die erste Position nicht mehr annehmen, weil zwar die erste Position bereits angenommen ist, aber gleichzeitig im Register, also im Register ist sie schon angenommen, also Position 1, aber dass eine neue Position, also eine neue Person an Position 1 steht, haben sie nicht mitbekommen. Das bedeutet, Register und das, was man sieht, sind verschieden. Und das ist total dämlich gemacht. Ihr müsst dann jedes Mal eine neue Seite laden, wenn ihr das... Ne, das ist total dämlich. Dann wollten zwei Zuschauer gegen mich hier im Let's Play spielen. Das sind nämlich einmal Green Luca und einmal Stefan oder Stefan 2001. Wir fangen mit dem oberen an. Ja, ich muss euch da was sagen. Welches nehmen wir denn? Ich habe keine Ahnung. Warum nehmen wir mein Next Deck? Es betrifft alle Projekte mit Zero. Weil Zero und ich haben derzeit privat ein bisschen Probleme miteinander. Größere Probleme. Was im Fazit bedeutet, alles, was... Also ich werde wahrscheinlich in der nächsten Zeit nichts mit ihm aufnehmen. Ich muss dazu sagen, dass es zugegebenermaßen meine Schuld ist, aber das kann ich jetzt leider nicht mehr ändern und auf Einigung ist auch nicht so aus und deshalb bin ich leider, ja, wenn ich es ändern könnte, würde ich es ändern, aber ich kann es nicht ändern. Das bedeutet für euch, die Projekte, in denen Zero mitspielt, werden natürlich, soweit ich Parts noch habe, wie zum Beispiel bei Jurassic World, habe ich ja noch ein paar Parts, die ich noch nicht hochgeladen habe, weil mir auch die Qualität ja nicht so sonderlich gefällt. Dort wird dann alles weitere wahrscheinlich, bis sich die ganze Sache geklärt hat, von jemand anders übernommen werden. Wer das sein wird, weiß ich noch nicht. Ich habe hier einen netten Kollegen im Haus, der macht auch Let's Plays, aber Minecraft. Ich kenne auch seinen YouTube-Namen leider noch nicht. Muss ich ihn mal fragen. Eventuell werde ich da mal rüber watscheln und ihn danach fragen. Ich weiß Wölfe watscheln nicht. Ich werde ihn fragen, ob er vielleicht Lust hat, da mal mitzumachen. Weil für ihn wäre es natürlich eine klasse Werbung und für mich ist es super, wenn ich mal hier Kollegen dabei habe. Vielleicht auch mal ein paar Kollegen, die ein bisschen, ja, zuverlässig sind, weil das Problem, das ich ja sehr oft hatte, außer mit Dark Slicer, bei Dark Slicer muss ich wirklich sagen, unfassbar zuverlässig, dass halt wirklich meine werten Kollegen und Partner hier des Öfteren Aufnahmetermine einfach mal nicht wahrnehmen und mir dann meistens nicht mal Bescheid sagen und einfach nicht erscheinen. Das bedeutet, ich warte, ich warte, ich warte, kann natürlich auch derweil nichts anderes machen, weil ich ja auf die Aufnahme warten muss und die Leute erscheinen nicht. Und das ist für mich natürlich richtig ärgerlich und ja, das hat man bei anderen Let's Playern auch manchmal. Klar, manchmal kommt irgendwas dazwischen, das kann man nicht vorhersehen. Das hatte ich auch schon. Das, was weiß ich. Man kommt gerade von der Arbeit heim und es ist Stau oder was weiß ich. Uni geht länger oder man wurde gerade nochmal angehalten. Das kann immer mal sein. Aber wenn man wirklich nicht kann, dann sollte man andere informieren. So sehe ich das. Dann auf das Thema vom letzten Mal. Da hat die liebe Eno nochmal darauf hingewiesen, ob es dafür wirklich Apparate gibt, warum Hand und Handtuch nicht mehr reichen. Also zum ersten Mal, bitte Taschentuch. Handtuch fände ich doch etwas. Naja, da müsste man halt öfter waschen, aber nee, dafür gibt es Sachen. Also wer nicht weiß, worum es geht, der darf sich den letzten Part vielleicht nochmal angucken. Vielleicht lasst es aber auch lieber. Da habe ich mich ja relativ ausgekotzt über meine Beziehungen. Und mir fehlt hier irgendwie gerade die Psychoenergie, kann das sein? Ja, nämlich die Elektro. Auch wenn ich Elektro gerade nicht brauche. Und Feuersturm. Das Vieh kriegen wir tot.
Dann wurde ich gefragt, ob es so eine Art Rangsystem gibt. Den Begriff, den du genannt hast, habe ich schon mal. Ich werde heiser. Den Begriff, den du genannt hattest, ich habe deinen Namen jetzt gerade nicht im Kopf. Den habe ich auch schon gehört, aber ich habe ihn wieder vergessen, weil ich benutze den Begriff nie. Ich hoffe, das ist zu entschuldigen. Auf jeden Fall, nein, es gibt kein Rangsystem. Das bedeutet, wenn ihr hier anfangt mit den Versus-Matches, dann könnt ihr natürlich genauso gut auf mich treffen, wie auch auf jemand Guten. Und ja, das geht zu meinen Lasten, der Witz. Was gibt's denn ansonsten noch so euch zu erzählen? Eigentlich nichts. Nee, es ist derzeit relativ langweilig bei mir. Uni hat wieder angefangen, bisher alles total langweilig, muss ich leider sagen. Ja. Ich werde jetzt demnächst wieder ein bisschen mehr versuchen aufzunehmen, wenn ich denn die Möglichkeit habe aufzunehmen. Wie viel hast denn du? Du hast natürlich 130. Das ist natürlich ein klein bisschen zu viel. Ein bisschen zu viel, das Gut, ne? Ich könnte beide Energien sogar loswerden, wenn ich wollte. Ich möchte aber mal gucken, ob ich nicht vielleicht doch noch an was Passendes wie ein Muskelband rankomme. Dann ist der Kampf nämlich auf der Stelle vorbei. Alles nur kein Muskelband. Sehr, sehr schade. Na gut. Halt ein Feuersturm und nächste Runde dann. Das Ende. Aller Tage. Ja, Leute, ansonsten. Nachher finde ich eine sehr, sehr schöne. Ja, gut, 2001 ist Geburtsjahr, so viel kann ich schon mal deuten. Das bedeutet, du bist 14. Wenn du 14 bist, dann solltest du eigentlich nachher erstmal zusammenschreiben und mit E. Nur mal so als kleiner Tipp, aber ansonsten bist du bist ein ganz netter Kerl. Übrigens, ganz, ganz wichtig: Dadurch, dass ich jetzt sehr, sehr viele Leute angenommen habe, habe ich auch sehr, sehr viele Anfragen zum Kampf auf einmal erhalten. Leute, ich bitte euch, schreibt mir erstmal, bevor ihr wieder Kampfanfragen schickt. Es kann sein, dass ich gerade die Aufnahme vorbereite oder sonst was mache oder gerade schon mit jemandem spielen möchte. Ich möchte vorher angeschrieben werden und bevor ihr mir eine Anfrage schickt, möchte ich antworten können. Schön finde ich auch die Leute, die dann erstmal Nachrichten spammen und nachdem ich nicht antworte, weil ich vorher bereits in einem Spiel drin bin, das halt etwas länger gedauert hat, dann direkt nachdem ich raus bin, mir eine Anfrage schicken, bevor ich überhaupt gelesen habe, was mir geschrieben wurde. Ihr müsst euch vorstellen, es ist nicht, weil ich jetzt sage, oh, ich bin Promi, ich... Mal abgesehen davon, dass ich kein Promi bin. Aber dass ich da wirklich dann sage, ich kämpfe, ich vernachlässige euch, weil ich kann mir ja alles ausruhen. Nein, ich versuche wirklich zu euch Kontakte aufzubauen, aber das Problem ist, ich habe nicht immer so die Zeit. Also gebt mir die Zeit zu antworten, ich versuche allen zu antworten, aber es geht halt nicht immer von jetzt auf gleich. Also so viel Zeit muss dann doch mal sein. Wenn ich mal online bin, kann natürlich immer mal sein, dass ich eine Nachricht übersehe. Ich meine, das passiert auch den Besten, denke ich mal. Zu denen ich nicht gehöre, das möchte ich nochmal ganz deutlich sagen. Der Tag, an den ich zu den Besten gehöre, der ist noch lange nicht gekommen. Okay, das kann uns damit theoretisch eine Energie kosten, wenn uns nämlich unser nächster Angriff versagt. Aber theoretisch kann ich auch das Pokémon wechseln. Ja, dafür bräuchte ich die richtige Energie, die ich nicht habe. Aber ich kann probieren, die richtige Energie zu bekommen, nämlich indem wir die Energieaufbereitung kriegen, die wir nicht kriegen. Ja, so leicht geht's. Wir bräuchten etwas, was wir nicht kriegen. So, Kopf, passt. Sieg. Ich weiß, ich hätte auch theoretisch gegen das Pikachu einfach Flordelis nehmen können. Aber was soll's. So, da ist doch meine Psycho-Energie, auf die ich die ganze Zeit warte. Und jetzt nützt sie mir nicht mehr so viel. Beziehungsweise ich werde sie für Mega Latios X benutzen. Ihr merkt es vielleicht, ich bin ein bisschen heiser. Ich bin nämlich den Tag schon am sehr, sehr, sehr viel reden. Ich musste in der Uni ein bisschen was bereden. Dann natürlich habe ich heute auch schon Pokémon aufgenommen, was dann ab morgen wieder kommt. Aber ich habe nur einen Part aufgenommen, muss ich gestehen. Der nächste kommt dann beim Übermorgen. Beim, vor allen Dingen.
Nee, das war doof. Das war doof. Das darf ich nicht machen. Jetzt hätte ich beinahe einen Fehler gemacht. So. Hätte ich nämlich jetzt keinen Angriff gehabt, dann hätten wir den Kampf nicht gewonnen. So, Stefan. Schönes Spiel. Achso, das mit dem Tauschen wollte ich dir ja noch schreiben. So, mache ich jetzt hier kurz. Ja, es mag sein, dass ich öfter mal ein bisschen, ich sag mal, unfreundlich wirke. Das ist dann meistens, wenn ich keine Zeit habe. Dann wirke ich unfreundlich. So, was willst du denn tauschen? Schick mir am besten ein Angebot. Wenn's mir nicht gefällt, lehne ich ab, sage dir das dann aber nochmal. Ja. Ich muss das halt immer so ein bisschen haushalten. So, den da wollte ich auch noch herausfordern. So, den machen wir heute auch noch. Ich weiß nicht, wie lange der Part schon geht, aber egal. So, ich hoffe, er hat Zeit. Weil Green Luca ist nämlich der nächste. Gruß auch an dich an dieser Stelle. Habe ich dich gegrüßt, Joseph? Übrigens, Leute, hier, wer gerade mal auf den Chat guckt mit einem Auge. Ganz, ganz wichtiges Beispiel. Tut mir einen Gefallen. Wenn ihr mit mir schreibt, macht Caps Lock aus. Da gibt's vom Perscheid, der macht Comics, da gibt's so ein schönes Bild, wo, ja, so das Perscheid-Männchen, wie ich es immer nenne, diese Figur, die Personifikation des Perscheid in seinen Comics. Also der heißt Perscheid, der Künstler. Und ja, dieses Männchen, das steht dann in einem Fastfood-Restaurant, also McDonald's, Burger King oder sowas. Und schreit den Verkäufer an. Ich hätte gerne einen großen Burger. Oder einen Double Cheeseburger oder irgend sowas, sagt er. Ich weiß nicht mehr ganz genau, was. Das ist schon ein bisschen her, dass ich diesen Comic Stripe gesehen habe. Und ich habe das Thema von vorhin abgebrochen. Egal, das erzähle ich gleich fertig. Erstmal den Comic Stripe. So, wie ging's weiter? Ach ja. Er schreit ihn an und kommt dann mit der Begründung: Ups. Er schreit ihn an und drunter steht halt, wenn man im Kopf vergisst, Caps Lock auszumachen. Ja, und deswegen bitte ich Caps Lock immer aus, sonst fühle ich mich so angeschrien. Ich fühle mich nicht direkt angegriffen, weil ich bei den meisten Personen weiß, es ist ein Versehen. Aber wenn ich darauf, dann muss ich halt darauf hinweisen und es wäre halt schöner, wenn ihr es auslasst. Seien wir ehrlich, habt ihr mehr Spaß, habe ich mehr Spaß, also Caps Lock aus. Ich bin für eine Caps Lock freiere Welt. Ja, ansonsten, ach ja, das Thema von vorhin. So, ich habe ja das Thema beim letzten Mal mit den Tools da, wo Eno gefragt hatte. Eno, ich habe nochmal nachgeguckt, wie die Dinger heißen, die ich dir als Kommentar geantwortet habe. Siehst du mal, was das für ein Fanservice ist. Gib mal einfach bei Amazon ein Tengar 3D. An alle Zuschauer unter 18 Jahren. Kleiner Tipp, macht's nicht. Nur mal so nebenbei. Macht's einfach nicht. Obwohl, das ist eigentlich doof. Ich muss austauschen. Das ist viel, viel intelligenter. Ja, Wolf ist klug. K-L-U-K. Und bevor jetzt irgendeiner denkt, das schreibt man wirklich so. Oh, bitte nicht. Ich krieg ja, also, ich freue mich über jedes Kommentar. Egal in was für einer schlechten Handschrift. Aber ich krieg da teilweise Sachen zu lesen. Irgendwann muss ich mal da ein paar Ausschnitte zeigen. So wie der Medi mal Kommentare davon Schalke-Fans gezeigt hat. Während seiner Pokémon Rubin. Ne, das war nicht Rubin, das war. Ich mach Rubin. Was hat Medi gemacht? Medi hatte. Das war während der Feuerrot-Nuzlocke, genau. Also der liebe Herr Metbaron, Gruß an dieser Stelle auch an dich. Du guckst zwar nicht bei mir, du hast auch gerade wenig Zeit, das verstehe ich vollkommen. Aber es freut mich für dich. Also, deine neue Wohnung. Vielleicht kennt den ja irgendeiner persönlich und sagt, ey, Maddie, du wurdest beim Wolf erwähnt. Dann fragt er, was? Was für ein Wolf? Muss man den kennen? Und dann sagt ihr, nein, aber es ist trotzdem schön, dass er dich erwähnt hat.
Ich würde es mir wünschen. So, jetzt machen wir erstmal dieses blöde Seemops fertig, bevor ein Seemops für den Tod eines Glurak-EX zu... Hier... Nee, ihr wisst schon. Verantwortlich ist, genau das Wort habe ich gesucht. So, jetzt laufen im Fernsehen die Simpsons, weil... Ich habe tatsächlich, hier die Zeit so ein bisschen vergessen. Ansonsten, Halloween-Livestream... Wie gehabt, wie ich bereits sagte, kommt noch das Infovideo. Da muss ich nämlich noch die Details ein bisschen klären, weil eigentlich wollte ich Zero dazu holen, mit dem gibt es ja, wie gesagt, Zoff. Und deswegen muss ich mal gucken, wen ich da als Leser dazu hole. Aber eins kann ich euch versprechen, ich weiß schon, welches Spiel gespielt wird. Jetzt denken die meisten, ja, da musst du das Horrorspiel schlechthin machen. Vielleicht mache ich später am Abend noch ein bisschen Horror. Ich werde das auch noch mit meinem Internet-Fuzzi hier abklären, ob das okay ist, wenn ich hier streame. Ansonsten muss ich nämlich zu meinem Vater fahren. Aber im Generellen sollte es okay sein. Und ja, was wird gespielt? The Binding of Isaac. Afterbirth. Richtig, dieses Spiel wird gespielt. Ich habe es mir schon vor Monaten, tatsächlich an dem Tag, als man es vorbestellen konnte, habe ich es mir vorbestellt. Und das ist wirklich jetzt mindestens ein, wenn nicht sogar zwei, drei Monate her. Ich habe so ein schlechtes Zeitgefühl, genauso wie eine schlechte Orientierung. Und da freue ich mich dann drauf. Und das möchte ich dann mit euch auch anspielen. Also ich werde es, obwohl ich es vorbestellt habe, an dem Tag nicht anrühren. Ich werde es erst am Halloween-Livestream holen. Also, rausholen. Hol den raus. Nein, bitte nicht. Es sind Kinder anwesend. So, gut. Unser Spiel haben wir beendet. Was sagt die Zeit? Ich weiß es nicht. Haben wir noch Zeit für ein paar Booster? Machen wir. Kommt, Leute. Ich habe wieder ein bisschen Kohle. Da können wir uns auch ein paar Booster leisten. Karten, Booster. Machen wir nochmal 5. Ich weiß nicht. Mögt ihr das, wenn ich jeden Part Booster aufmache? Oder sagt ihr euch dann eher, nee, das ist langweilig. Gerade hat er immer Booster. Ist ja kein Wunder, wenn er was Gutes kriegt. Und nee. Ich weiß es nicht. Sagt ihr es mir. Würde mich wirklich freuen. Und jetzt lädt's nicht. Also so kann ich nicht livestreamen. Das sage ich gleich. Da werde ich auch nochmal einen Probelauf machen vorher. So ein Probestream. Ein Schwalbini, ein Volbeat. Ja. Nichts großartig Besonderes. Ich hätte es noch vorlesen können, aber ich weiß halt nicht, wie viel Zeit wir noch haben. Das tut mir very, very sorry. Gerade. So, gucken wir mal. Ich bin enttäuscht. Nicht mal eine neue Karte. Ich weiß auch nicht, wie viel von diesen Boostern ich schon erhalten habe. Dies ist ein Mashomai X. Jetzt seht ihr da unten. Eins ist tauschbar. 12 nicht. Jetzt denkt ihr euch vielleicht, Mann, hat der viele Mashomai EX. Habe ich nicht. Das hier ist nämlich gar kein Mashomai EX. Für alle, die sich jetzt denken, steht auch drauf. Ja, das hier ist ein Wattribi. Tatsächlich ist das ein Wattribi. Es sieht nicht so aus. Ich war auch, als ich das erste Mal gesehen habe, ziemlich geschockt. Das sind Wattribi, die derzeit das falsche Bild drin haben. Ich weiß auch nicht warum. Und ich weiß auch nicht warum dieses. Ich hatte nämlich mal einen Kampf, da wart ihr glaube ich nicht dabei. Da hat mein Gegner 4 Mashomai EX gespielt. Und ich hatte Panik. Ich dachte Mashomai EX, Full Art, 4 Stück. Ach du Scheiße, mein Deck ist gar nicht gegen ausgelegt. Und plötzlich haben die sich alle im nächsten Zug zu Wattribi entwickelt. Und da war ich schon relativ platt. Und deswegen... Habe ich nicht irgendwas von Anschreiben gesagt? Du bist auch eins von den Wattribi, ja. Auch ein Wattribi. Sehr schön. Wattribi mit falschem Bild. Und das... Also, Leute. Was ihr aus diesem Paar mitnehmen sollt. Wenn ihr Streiter versucht zu klären und schmollt nicht, seid nicht sauer, zickt nicht rum,
versucht es wirklich zu klären unter Freunden, sollte man das schon machen, egal wie schlimm es ist, wenn ihr nicht gerade den eigenen Vater oder den Vater des Freundes umgebracht habt, sollte man versuchen, alles zu klären. Egal wie schlimm es ist, also Mutter umbringen ist gerade noch so erlaubt. So, ja, ansonsten immer erst anschreiben, bevor ihr mir eine Anfrage schickt, weil das mich doch dann letzten Endes sehr, sehr stört. Und ich möchte auch nochmal an Green Luca, an den Tim, an Madden HD, an G1991. Ich bin heute schon ein bisschen durch, ich geb's zu. Ja, und an all die anderen auf dieser Liste, die immer, immer länger wird. Ich kann mal gucken, ne, haben wir noch keine neue. Aber es werden immer, immer und immer wieder mehr. Aber du bist jetzt nicht mehr online, oder? Freunde entfernen. Ja, wenn ich Freunde entfernen kann, dann müsste er ja hier aufgezählt sein. Wenn er nicht, also muss er offline sein. Ich find's blöd, dass man die nicht sortieren kann. Freunde allgemeiner Chat und blockiert. Ja, ich könnte ihn blockieren und danach gucken. Hat mir nicht mal einer was von Zero of Gaming gesagt, dass ich mit dem spielen soll? Weil gerade beim Durchblättern, ja, Zero Gaming. Also ich weiß nicht, ob das der ist oder jemand anders. Also ich habe ihn in der Freundesliste. Ich weiß nicht, ob er auch Let's Player ist. Also gut, Leute, lasst mir einen Kommentar da, einen Daumen nach oben und ich sage Tschüss und bis zum nächsten Mal. Wenn es wieder heißt Pokémon Trading Card Game mit neuem Part, mit... Ich hoffe, ich versuche mal wieder aus dem Keim zu kriegen. Bis dann, euer Wolf.